Ich positioniere. Das widerstrebt Ihnen aber im Hinblick auf anstehende Wahlen. Kann die Politik eigentlich wirklich mit diesem Instrument umgehen? Soll ich gleich antworten? Ja. Ja, also wir haben ja Stuttgart 23 alles erlebt, was normalerweise in der Politik auch vorkommt, aber eben nicht lange. Nicht wahr? Wir haben die in den ersten zwei Tagen war schon die Gefahr vorhanden, dass man wieder in parteipolitische Auseinandersetzungen abgleitet, obwohl das nicht immer falsch ist. Nicht wahr? Parteipolitische Positionen sind auch richtig. Nicht? Das darf man nicht immer negativ bewerten, aber dass man halt mit Klischees arbeitet. Ich habe dann gesagt, es kann sich auch jemand um Kopf und Kragen reden. Da gucken 1 Million Leute zu und deswegen muss sich jeder überlegen, was er sagt. Da kann er nicht einfach daherreden, sondern die beurteilen dann ganz genau, ob einer ein Schaumschläger ist oder ob er etwas zu sagen hat. Und deswegen muss sich jeder genau überlegen, wie er sich benimmt, auch welche Ausdrücke er benutzt und ob er sich verständlich ausdrücken kann. Sie debattieren jetzt nicht mehr im Hinterzimmer vom Gemeinderat oder nicht mal im Landtagsplenum, sondern Sie diskutieren jetzt in totaler, transparenter Öffentlichkeit vor einem Millionenpublikum und deswegen überlegen Sie sich dreimal, was Sie sagen. Sie glauben gar nicht, was das für eine Wirkung gehabt hat. Eine andere Frage. Hat die repräsentative Demokratie versagt? Hat die repräsentative Demokratie versagt? Im Prinzip natürlich nicht. Die repräsentative Demokratie kann man nicht ersetzen. Wir brauchen ein Parlament. Wir können nicht alles mit Volksabstimmung machen. Das machen die Schweizer ja auch nicht. Aber die Praxis im Parlament muss auch reformiert werden. Zum Beispiel gibt es im Bundestag, aber auch in den Landtagen keine Faktenchecks. Es gibt zwar Hearings in den Ausschüssen, aber die Hearings, die laufen in der Regel so ab, dass jede Fraktion, sagen wir mal, 3 Professoren benennen kann zum Thema Mehrwertsteuerhalbierung oder was weiß ich. Und dann sagen diese 3 Professoren oder Sachverständigen ihre Meinung, benannt von jeweils einer Fraktion. Und wenn dann die nächste Fraktion drankommt und bringt ihre Sachverständigen, dann sind die 3 von der anderen Fraktion schon längst wieder draußen. Das heißt, es findet kein Austausch von Argumenten statt, sondern man hält sozusagen Monologe. Die Abgeordneten hören dann zwar diese Monologe und können sich auch ein Urteil bilden, aber sie sind dann oft nicht in der Lage, den Wahrheitsgehalt einer solchen Aussage, eines Sachverständigen, eines Professors zu testen, dadurch, dass ein anderer Sachverständiger darauf unmittelbar erwidert. Das muss sich ändern. Wir brauchen auch eine Parlamentsreform, was ja der jetzige Bundestagspräsident auch immer wieder sagt. Gut, eine weitere Frage. Schafft sich repräsentative Demokratie durch immer mehr Beteiligungsverfahren nicht selbst ab? Warum sollten Wähler noch zur Urne gehen, wenn Politik nicht mehr eigene Standpunkte vertritt? Ja, das ist eben ohnehin mal grundsätzlich die Frage, warum soll sich eigentlich der Deutsche Bundestag mit dem Bau eines Bahnhofes beschäftigen? Oder ein Landtag? Das ist nun keine... Wir wählen unsere Parlamente ja nicht dafür, dass jetzt der Bundestag oder der Landtag sich an die Stelle eines Regierungspräsidenten setzt oder auch einer Regierung, sondern die Parlamente, die repräsentative Demokratie, die hat 2 Aufgaben. Einmal ist es die gesetzgebende Gewalt, so steht es in unserer Verfassung. Die sind dazu da, um Gesetze.